So, hallo und herzlich willkommen hier zurück auf dem Dreamers Channel. Ich hoffe, ihr habt bis jetzt ein schönes Wochenende gehabt. So, wir machen heute weiter bei Xenoblade Chronicles. Hoffentlich schaffen wir das, was wir gestern noch gegen Ende übelst lange gebraucht haben. Aber es könnte übelst schwierig werden heute. So, der Stream läuft, wie ich sehe. Gut, dann wechsle ich mal die Ansicht. So. Gut, man sollte es auch sehen. Ja, perfekt, okay. Heute haben wir übelst schönes Wetter. Die Laune ist auch dementsprechend übelst gut. Ja, jetzt ist die Frage, wollen wir aufleveln oder nochmal probieren? Ich glaube, wir probieren nochmal. Ich weiß, es sieht übelst umständlich aus. Ja, wir werden eh so oder so wieder angegriffen. Eigentlich sollte man... Wartet kurz. Ich glaube, wir sollten mal Nia ein bisschen Klingen geben. Vielleicht hilft das ja was. Okay, wahrscheinlich sollten wir als erstes Söldnertruppe losschicken. Ah nein, machen wir das dann anschließend nach dem Öffnen. Okay, Agatha hat wieder ein Talent mehr. Geil. Oh, hier gerade drei Stück. Okay. Zwei Stück, nice. Okay, Nim und Rock sind auch zurück. Ja. Jetzt brauchen wir natürlich viel, viel länger, bis wir zum zweiten, dritten Söldnertrupp Level kommen. Ja. Aber egal. Während dem Durchspielen sollte das ja schon klappen. Also wir haben jetzt 1180. Ja, fehlt noch ein bisschen. Auch je nachdem, welche Entwicklungsstufe die Titanen haben oder halt die Ortschaften, können wir ja je nachdem auch wieder neue Missionen machen. So, ich packe einfach irgendwelche hier rein. So. Ich hoffe. Ja, okay, gestern haben wir zwei bekommen. Aber es wäre nice, wenn wir heute wieder eine seltene Klinge bekommen würden. Okay, Menschenform. Ja, okay, da kann ich natürlich die hier reinschicken. Gerade einfach alle reinschicken. Ja, komm, Cora war wahrscheinlich am wenigsten Anführer. Okay. Gut, dann öffnen wir ein paar Klingen. Ich weiß gar nicht, wie viele Kernkristalle... Alter, was ist in letzter Zeit los? Okay. Wir haben überall nur so zwei. Ja, okay. Wir gebrauchen gerade alle. Ich mache auch normal. Je nachdem. Kommt ja eine seltene Klinge. Vielleicht haben wir Glück, vielleicht auch nicht. Gestern war ja gerade... Am Anfang eine seltene Klinge. So. Ja, geil. Gut. Ja, eigentlich geben wir Nia zwei normale Klingen. Ja, okay, hier müssen wir ja nicht unbedingt. Vielleicht bekommt sie ja eine seltene Klinge. Kann ja auch gut möglich sein. Das wäre so Glück. Je nachdem. Ich glaube, das ist eine normale Klinge gewesen. Ja, okay. Ja, ja. Ist leider auch heilen. Es wäre nice, wenn sie irgendwie eine Abwehrklinge bekommen würde. Okay, wir probieren jetzt noch einmal. Dann haben wir noch 10
Kernkristalle für uns selbst. So. Hä? Steht das Glück auf ihrer Seite? Sind wir jetzt? Ich glaube, es ist wieder eine normale. Bitte Abwehr! Ey, wenn es jetzt Abwehr ist, perfekt. Ja, ja, okay, vielleicht. Vielleicht könnte ja das was nützen. Okay, Flug, Eis und Luft. Gar nicht mal so schlecht. Okay. Gut, wir haben Nia ein bisschen ausgerüstet, sag ich jetzt mal. So. Aufrichtigkeit Stufe 7 haben wir jetzt. Schauen wir mal. Das könnte ein Tier sein. Ja. Okay. Eis, ja. Wieder eine Heilklinge. Es ist so strange, wir bekommen in letzter Zeit nur die gleichen Klingen. Jedenfalls Rex. Von den meisten seltenen Klingen sind alles Heilklassen. Die könnte Nia gut gebrauchen. Aber ja. Okay, was haben wir jetzt? Okay. Okay, eine Dunkelklinge. Warum nicht? Gerechtigkeit, ja. Wir haben jetzt alle Verstärker verbraucht. Das hat nichts genutzt. Ja, ja. Ist ja wieder typisch. Also. Weiß er nicht. Vor allem, wir sehen immer wieder das gleiche Bild. Also von so einer Klinge. Mit Feuer irgendwie auf dem Kopf. Aber wir bekommen die einfach nicht. Wir sehen sie einfach jedes Mal. Den Umriss. Schon wieder eine Heilklinge. Ernsthaft. Wir sehen immer seltene Klingen am Anfang. Also die Umrisse. Und dann kommt eine normale Klinge. Geil. Geil. Ganze Zeit heilen. Okay, irgendwann mache ich dann einfach random Aussortierung. Also bei den normalen Klingen. Dann löschen wir ein paar. Ja. Wir schauen einfach je nach Fähigkeit, welche das wir dann wegmachen können. Okay, heute haben wir gar kein Glück. Also, ja, okay, wir haben noch 5 Teile. Und... Okay. Es hört nicht auf. Eine Abwehrklinge, wenn schon das mal wieder. Okay. Normal. Schon wieder sehen wir einfach diese Feuerklinge. Ey, warum sehen wir die immer? Da kommt einfach, ja. Egal. Egal. So. Noch 3 Stück. Die letzten 3. Was ich mir überlegt habe, wenn wir es ja irgendwie nicht hinbekommen, diese Gegner zu besiegen, machen wir Nebenquests. Aber Nebenquests wird dann auch ärgerlich sein, weil wir nur zu zweit sind. Tora fehlt uns ja leider immer noch. Der kommt ja nicht einfach plötzlich wieder mit. Wir müssen natürlich die Mission weitermachen, damit er wieder zu uns stoßt.
Es ist einfach nur ärgerlich. Jetzt müssen wir eigentlich diese Passage so wie machen, dass, damit es wieder ja sozusagen normal wird. Ja, ey, wir haben eine Feuerklinge. Oh mein Gott. Jetzt haben wir genau die, die wir jedes Mal gesehen haben. Oh mein Gott. Geil. Ich weiß, ich glaube, es ist eine Dunkelklinge. Ich weiß nicht, ob ich den schon mal hatte. Ich könnte mich jedenfalls nicht erinnern. Ah, doch, doch, okay, wegen dem Bild. Das Bild, ja, ja, okay. Wir haben eine Dunkelklinge, nice. Und Abwehrrolle, oh mein Gott, wir haben eine Abwehrklinge, oh mein Gott. Und Glanzkatana. Okay, erhöht kritische Trefferrate. Menschenreißerschaden erhöht sich mit jedem besiegten Gegner um 90%. Seelenschlucker. Bei jedem besiegten Gegner werden 45% KP wiederhergestellt. Okay, Dunkelelement. Die Fähigkeit einer Klinge mit Dunkel. Ja. Percivals Fähigkeit, Misttäter zu bestrafen. Okay. Damn! Ja. Noch bei den letzten. Tut mir leid. Jetzt haben wir schön eine Angriffsklinge, eine Heilklinge und eine Abwehrklinge. Tut mir leid, Wulfric. Wir müssen Wulfric halt schon ein paar Mal dann noch aufleveln. Weil er halt schon hilfreich ist. Ja, schauen wir dann. Okay, letzter Kernkristall. Also ich bin schon jetzt happy. Es wäre auch nicht schlimm gewesen. Gestern haben wir zwei bekommen. Aber trotzdem nice, sogar ohne Verstärkung. Das ist eigentlich auch komisch. Okay, ja, egal. So. Ja, dann würde ich sagen. Ja, machen wir weiter. Versuchen wir es mal. Oh, wir hatten. Nice. Okay, schauen wir mal Percival an. Okay. Kämpfen wir mal. Wir waren ja Gegner. Okay. Probieren wir mal. Die Flamme fängt einfach an, wenn man im Kampf ist. Okay, aber die Katana dauert leider jetzt noch lange. Gravitation! Bis jetzt. Ah. Oh. Okay. Gar nicht übertrieben. Nein, nein. Wir wechseln dann einfach zu Mitra. Ah, dann muss man aber Blitz einsetzen. Oder Elektro. Also das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Ah, egal, wir können Lichtstrahl machen. Und schon das. Ja. Yo, gar nicht übertrieben. Okay. Sehr gut. Also wir können dann schön zu Percival wechseln, wenn es kritischer wird. Ja, es wird eh kritisch. So oder so. Der Opa redet einfach. Ey! Wo geht der hin? Ey, die Gegner sind gestern schon so nervig gewesen. Also. Was? Egal, ich frag mich gar nicht mehr. Vielleicht können wir ja Percival schon mit dem Wepel ein bisschen verbessern. Weil er war schon relativ schwach im Vergleich zu, ja, ja, zu Mitra. Jedenfalls down. Wir können ja schnell nachschauen. Aber ich glaube, dort ist eh nicht allzu viel vorhanden. Ah, wir haben eigentlich das gar nicht angeschaut. Besiege Gegner, okay.
Verwende Taschen-Items aus dem... Okay, Lieblingskategorie Tränke. Sprungkraft. Geil. Okay. Okay. Ah, und vielleicht noch einen Splitter draufpacken. Ah, ich glaube, wir haben schon aber es macht gar keinen Effekt drauf. Oh, ich dachte, es wäre schon nice, weil es 289 Autoangriff macht. Das ist jetzt ein bisschen bedenklich, aber egal. Ja, sein Autoangriff war auch 14. Oh. Ja, okay, vielleicht ist es auch wegen dem gewesen. Okay. Achtfach Tachi. Okay. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir irgendwelche Hilfskerne zu ver... Ja, okay. Vor allem, er hat nur einen Sockel. Egal. Ah, Hamon, hallo. Wie geht's? Alles gut. Habt ihr auch schönes Wetter in Deutschland? So. Nein, Glanzkatana haben wir leider noch nicht. Oh nein, das wird noch übelst lange dauern. Aber wenn schon... Oh, gut. Sehr gut. Ja, okay, es macht 20 mehr Schaden, glaube ich. Also ich glaube, ich habe auch zu schnell gedrückt. Vielleicht, ja. Habe ich es übersehen, egal. Hier können wir auch. Es würde bei beiden beim Aufladen eines runtergehen. Ich glaube, wilder Kinnhaken ist auch wegen dem Schaden her eigentlich gar nicht mal so schlecht. Okay, komm. Wir machen das hier. Gut, und dir? Ja, mir geht's auch gut. Freut mich. Nice. Bis jetzt gutes Wochenende gehabt. So. Okay, das ist einfach die vierte Attacke. Weil hier ist auch noch gar nichts. Geil. Okay, was mache ich hier? 2000. Okay, dauert nicht mehr lange, dann haben wir 3000. Okay, let's go. Bekämpfen wir noch, oder hoffen wir, dass wir die drei jetzt besiegen können. Oh Mann. Wenn ich den jetzt hier raus... Es kommen immer alle, es ist so bedenklich. Okay, dann greife ich den Hasi dann. Wir müssen vielleicht auch Glück haben, dass sie übelst unterlevelt sind. Sie sind ja eigentlich unterlevelt, aber ich... Ja, ich verstehe es nicht. Okay, wir bekommen schon ein bisschen Schaden. Panik! Der Hasid muss down gehen. Mia muss... muss auch überleben. Ich hoffe, sie packt das. Komm, Gammastrahl, komm hier hin. Komm schon. Gut. Wenn schon, Gammastrahl. Ey, bis jetzt sind wir auch... Okay, ich sag noch nichts. Bitte, Nia, mach Endzeitwitterung. Dann ist der Hase jedenfalls schon weg. Komm schon. Ey... Ganz knapp. Okay, er ist eh schon down. Gut. Ja, Mann. Kann es wirklich sein, dass es gerade gut läuft? Gestern übelst die Probleme. So. Wieder umfallen, bitte. Danke, Gammastrahl. Und dann sollte der auch gewesen sein. Ja, Mann, ey. Endzeitwitterung, das drücken wir ihm wirklich für das, was er gestern uns angetan hat. Drücken wir ihn zurecht rein. Okay, Schottschlüssel. Warum nicht? Du da! Er hat uns die ganze Zeit... Ja, alle drei.
Okay, noch Photon und dann sollte er aufwechseln. Die Rache hat stattgefunden. Oh Mann. Wartet jetzt. Ah nein, Wulfric war ja vorbei. Wir sollten vielleicht Getränke, oder? Ich glaube, es waren Getränke. Ja. Dann packen wir schnell ein Getränk hier rein. Sauersaft und Bittersaft, ernsthaft? Ja, okay, warum nicht? Dass der das gerne hat. Hat das jetzt gezählt? Weil es kam irgendwie kein Herzchen. Ah doch, okay, es hat gezählt. Zum Glück haben wir noch zwei Getränke. Okay. Ja, Mann. Jetzt können wir auch weiter. Hoffentlich kommt jetzt auch Thora wieder. Sonst, ja, wird's kritisch. Wie kommt man eigentlich hier auf die andere Seite? Also, gestern haben wir ja dort nicht entlang können, weil es auf der anderen Seite abgeschlossen ist. Aber die Frage ist es, wie kommen wir hier hin? Ist hier irgendwo ein... Okay, hier auf der anderen Seite hat es noch einen Durchgang. Aber hier ist zu. Oder waren wir gestern dort? Als wir hier reingekommen sind? Es könnte auch möglich sein. Vielleicht kommen wir dort dann später hin. Jetzt müssen wir nach unten gehen. Also sie haben es wirklich schön eingerichtet, muss man sagen. Okay. Die Tür ist auf, let's go! Sie hätten uns jetzt noch aufhalten können, aber sie werden wahrscheinlich auch nicht gut bezahlt. Man hat es ja gestern gemerkt, wie gierig Oberpombana ist. Ah, ein Reisepunkt sogar. Okay. Oh nein. Was kommt jetzt? Habe ich schon erwähnt, manchmal ist es ein bisschen übertrieben. Ein Dienstmädchen? Ja, Mann, jetzt kämpfen wir gegen das Riesige. Okay, Rosa. Vor allem einfach hier auf der Stirn noch so eine Schraube. Bestes Design einfach. Sieht gar nicht stabil aus. Ein paar Schrauben lockern und dann fällt sie sich auseinander. Okay, es ist ein Gegner. Sollte man hinbekommen. Außer sie ist dann übel stark. Aber wir haben ja jetzt beide Abwehrklingen, also sollte gehen. Okay, Photon! Boom! Wir haben jetzt keine Elektroattacke. Ah, gut, okay. Ja, übertreib! Also. Okay, wir sammeln auch ein bisschen auf. Okay, let's go, komm. Okay.
Okay, wir nehmen sonst eine Abwehrklinge, damit sie auf uns gezielt ist. Komm, wir setzen gleich Gravitation oder so an. Boom. Boom. Sehr viel benutzt. Gar nichts. Man hat nicht mal beim Lebensbalken irgendwas gesehen. Ganz ungutes Gefühl. Ganz ungutes Gefühl. Okay, komm. Das schaffen wir. Nein, wir sind dead. Was? Mia! Help! Help! Ah, ist das ärgerlich. Haben wir... wo sind die Heiltränke? Wir werden immer geprankt, eigentlich. Das ist enttäuschend. Okay, Mia könnte sogar eine Eisklinge einwechseln. Aber irgendwie wechselt sie gar nicht die Klingen ein. Ah doch, jetzt. Also wir Wirbelsturm machen. Was? Ah, ich dachte schon, hä? Okay, gut. Dann muss man Rosa nicht komplett besiegen. Tora! Wir brauchen unser... Ah gut, endlich. Gut, jetzt ist unser Squad wieder zusammen. Tora, Hana! Hana? Sugoi Energie! ねえ様のおかげですも。ご主人様、あんな装置に操られて申し訳ありませんも。こいつ、様をつけるなんて花より礼儀正しいも。いいんだも。お前が心を取り戻してくれただけでも。 妹よ。 迷惑かけられ慣れてますも。誰のことだも。<笑>花、もう一つ頼みがあるも。私たちのたくさんの妹たちを救ってみせますも。花の使命ですも。よかったも。あとは。 私にできること、花、私をスターターにして。そうだったも。花の<笑>エーテルロは、キクの試作型エーテルロのパワーで転化できるも。姉様、そんなことして、キクは平気かも。 Ja. Oh Mann. Ey Jonas, hallo. Was geht? Geht's gut? Ja, jetzt sind wir wieder together. Es ist einfach so ein übelster Wollknäuel. Okay, jetzt wissen wir definitiv, dass wir ein Anime schauen. Transformation, Digitation. Digitiert zu Angemon. Okay, völliges falsches Franchise. Aber es erinnert mich jetzt gerade übelst an Digimon. Bra, ja, vor allem die Verwandlung einfach von einem kleinen Mädchen zu einem Dienstmädchen. Oder habe ich das jetzt gerade falsch? Oh mein Gott! Absolut gehypt! Alter! Oder ein Schulkind? Keine Ahnung, ey, manchmal. Fight! Stellt euch
XC2 als Filmserie oder das könnte man aber wirklich gut hinbekommen. Das würde ja auch passen. Das hat ja sogar bei World of Warcraft irgendwie ja als Film sogar gepasst. Ist ja auch als Film dann noch rausgekommen. Oder sogar als Ratchet & Clank. So. Jetzt machen wir Rosa fertig. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, Poppys zweite Stufe ist Feuer. Bin mir nicht allzu sicher. Wir sammeln ein bisschen auf. Ich glaube, es ist Feuer. Ja, okay, wir können ein bisschen durchswitchen. Wir müssen ja auch ein bisschen Percival verbessern. Go! Zu schwanken. Ah, ich glaube, es reicht nicht gerade für Mythra. Schade. Oh, aber es ist trotzdem gut gefallen. Okay, das würde ich sofort kaufen, ja. Ja, oder über Online-Dienste. So Serien und alles. Das findet man ja immer in irgendeiner Ecke im Internet. Boom. Destroyed. Ja, okay, noch nicht ganz. Ich hoffe, die Schwäche wechselt noch, weil wir halt... Ah ja, okay, ist Feuer. Weil wir halt keine Blitzattacke oder Blitzklinge haben. Sollten wir vielleicht schauen, dass wir einfach Gammastrahl hinbekommen und dann auch Supernova. Weil nochmal ein Wassersiegel bringt ja nichts. Das wird knapp. Das wird sehr knapp. Komm schon, komm schon. Nein! Außer wir bringen ihn jetzt. Ja, okay, gut. Glück gehabt. Oh mein Gott, was war das gerade für ein. Jetzt müssen wir aber dann direkt auswechseln. Und damit auch Mythra dementsprechend auch. Okay, es könnte sein, dass es jetzt gerade. Ach gut, sie ist umgefallen. Ey, wenn ich jetzt gerade nicht in den Chat und so schaue. Tut mir leid, ich muss jetzt gerade ein bisschen kurz. Ah! Ja, jetzt hat die Schwäche umgewechselt zu Wasser. Genau, wenn sie jetzt Wasserimmunität hat. Okay, gut. Supernova in your face! Das war wegen dem Quick-Time-Event relativ nice. Den Abschnitt, wo du gerade bist mit der Fabrik, fand ich anstrengend zu spielen, bis auf den Kampf mit Rosa. Ja, ist, vorhin war es übelst nervig. Wegen diesen drei Typen im Kommandoraum, bevor man die Riesentür öffnen kann. Das war übelst stressig. Einfach unmöglich. Okay, wir sollten dann so machen. Ja, genau. Die Dampfbombe. Okay, es würde sogar. Wir hätten sogar eine Eisklinge im Kampf. Das würde gar nicht mal so lange dauern. Aber ich glaube, Feuer wäre als erstes da. Okay, wir haben eigentlich schon jetzt dritte Stufe. Er schwankt! Auf ihn! Oder auf sie! Oh nein, Mia hat Probleme. Die Tore auch. Nein, warum? Komm schon! Noch so knapp! Yo! Okay, dafür kommt Photon wieder. So dumm eigentlich. Oh, ist das jetzt gerade unpassend gewesen. Wir können einfach den anderen Weg nicht gehen, weil wir keine Elektro-Dinge haben. So bedenke ich. Hast du deine Spielszenen nachgeschaut? Also wie meinst du Spielszenen? Also einfach die Cutscenes? Also die Cutscenes hätte ich beim ersten Mal durchspielen auch wie mal durchgeschaut. Ich glaube beim zweiten Run habe ich es aber durchgeklickt. Also falls du das meinst.
Spielstunden. Ja, ich habe 310 oder länger hat es bei mir gestanden. Ja, voll. Das habe ich nachgeschaut. Gut, sagst du das? Das hätte ich jetzt wieder vollkommen vergessen. So. Warte. Ey, wir müssen hier jetzt keine Kombos. Wir könnten eigentlich. Ah, okay, ich wollte sagen, wir könnten eine Angriffskette machen. Bringt aber nichts. Okay, wir machen Gravitation. Brauchen wir Percival ein bisschen. Einfach alles. Alles drauf. Ah, man könnte sogar mit Dunkel zur Erde kommen. Okay, das wäre gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, jetzt brauchen wir aber lange. Bis die ja, geil. Bis sie jetzt sogar noch... Mayday! Ja, okay. Das wird nichts mit der Angriffsserie. Nein. Wir können es noch mal versuchen. Ich sammle noch hier ein bisschen Leben ein. LOL! Ja, ja, wir konnten einfach beides einsammeln. Geil. Noch ist das egal. Ja! Wir machen nochmal Spezialattacke, dann ist es wirklich vorbei. Und fliegen noch durch. Ja! Was? Was war denn das für ein. Ja, okay, mir ist recht. Wirklich. Ich finde es lustig, dass wenn ich das Spiel nochmal anfange und ich mit meinen Torna King gegen die Torna. Ja, es macht so eigentlich gar keinen Sinn. Ich war damals überrascht, als ich Marlos gezogen habe und Arcus. Da dachte ich mir so, hä? Also als ich ein neues Spiel Plus angefangen habe, dachte ich mir so, hä, was ist jetzt los? Und dann habe ich in die Klingen-Enzyklopädie nachgeschaut und es sind ja sind einfach plötzlich Klingen erweitert oder hinzugefügt worden. Übelst überrascht gewesen beim ersten Mal. So. Gut. Das hat sogar noch ein bisschen Cash gegeben. Okay, wir erkunden natürlich jetzt hier noch schnell die ganze Gegend. Nu, nu, nu. Hat das jetzt gezählt, dass wir mit ihm geredet haben? Dass man Kamalos auch spielen? Ja, ich dachte jedenfalls. Sieht man doch, glaube ich, auch bei der Enzyklopädie. Okay, ich will nichts Falsches sagen. Ich hätte es jetzt gedacht. Man sieht es jedenfalls. Ich glaube, die Klingen sind doch weiter unten. Okay, die habe ich, glaube Ist das Schulk? Von der Waffe her. Ich glaube, die Torna-Klingen kommen ja noch weiter unten. Weil ich sehe jetzt jedenfalls Arcus nicht. Oder halt die anderen Torna-Klingen. Wir haben relativ weit unten welche bekommen. Der ist so geil. Und auch die Stimme von dieser Klinge ist so lustig. Ja, ich glaube, die sind weit unten. LOL, dachte man kann Marlos nicht spielen ziehen, weil er auch ein Ereignis ist. Ja, ist Schulk. Ah, was? Ja, also bei Marlos bin ich mir nicht sicher. Aber dass das Schulk ist? LOL, okay.
dann bekomme ich sogar noch irgendwas mit bei Xenoblade Chronicles 1. Ah, hier ist der Ausgang. Ich wollte hier noch erkunden. Jetzt nicht irgendwo noch einen Schatz. Also ja, wir haben jetzt schon einen bekommen. Vor allem, wir haben ja noch Bereiche gehabt, wo wir nicht entlang kommen. Jo. Ja, egal. Ah, ich glaube, es kommt jetzt noch was. Oder ich bin komplett fehl am Platz. Ich hatte jedenfalls noch irgendwas hier in Erinnerung. Okay, Reisepunkt Bauchhafen. Okay. Ja, wir gehen. Ah, dort ist Bana. Okay. Wir gehen noch schnell hier links Zeug erkunden. Okay. Zwei Sammelpunkte einfach. Ah, hier könnte man dann Fisch farmen. Vor allem, weil es ja... Ah, dort hinten ist dann auch noch ein Sammelpunkt. Ist eigentlich gar nicht mal so ein schlechter Platz. Weil hier ein Reisepunkt ist. Dann kann man immer wieder alles neu laden. Okay, let's go. Was kommt jetzt? Ah! Okay. Ich glaube... Ich weiß, was jetzt kommt. これ以上じいちゃんたちの研究を悪用させないもん。そんなことしたら大損だもん。私はバナーを見に行く。じゃあ帝国軍に引き渡しちゃおうかな。聞くのやったことでも目をつけられてるだろうし、他にもまずいことたくさんやってるだろうし。バナーはあの、せやはてしたらあふれ、あふれ、あ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 れ